Herzlich willkommen bei Herper TV, wie immer aus unserem Herper Miniaturenmuseum in Dietenhofen bei Nürnberg. Das ist die März-Ausgabe und das sind unsere Themen. Kleine Kosmetik aus Schweden, Scania R Facelift. Urlaubsflieger der 60er Jahre, Vickers Viscount. Technisches Highlight im Maßstab 1:87, der Jungheinrich Gabelstapler. Zugegeben, man muss schon ziemlich genau hingucken, wenn man die Details erkennen will, die sich verändert haben zwischen dem alten und dem neuen Scania R. Trotzdem ist der neue Scania R Truck of the Year, das hat seinen Grund. Was genau verändert worden ist, das zeigen wir Ihnen jetzt. Preisverleihung in der Scania-Zentrale in Schweden. Der Scania-Entwicklungschef nimmt Ende Januar den Preis für den Truck of the Year entgegen. Der neue Scania R hat die Jury überzeugt. Vor allem die Details unterscheiden ihn vom Vorgänger. Das heißt, der Kühlergrill ist viel feiner gerippt beim neuen. Eine ganz andere Struktur als beim alten. Die Stoßstange im unteren Bereich hat eine andere Aufstiegsklappe bekommen, ist also auch neu. Weiterhin haben wir an der Seitenverkleidung eine komplett neue Struktur. Der Auspuff unten ist auch anders gestaltet. Zum einen unterscheidet er sich farblich, da der V8 immer einen silbernen Auspuff hat und alle anderen Motorvarianten halt einen schwarzen Auspuff haben und die dann auch von der Kontur leicht geändert wurden. Das heißt, Frontpartie kann man sagen, ist komplett neu und Seitenverkleidung ist komplett neu bei beiden Fahrzeugen. Im Original wird die Trucker sicher das technisch überarbeitete Fahrerhaus begeistern. Das sogenannte Scania OptiCruise ist eines der ersten automatisierten Gangwechselsysteme auf dem Markt und wurde mit dem neuen Scania R komplett überarbeitet. Unsere Vision war, mit dem neuen Scania OptiCruise ein System zu entwickeln, das wie der gefühlvollste und erfahrenste Trucker denkt und arbeitet. Und das in jeder Situation. Wir haben damit begonnen, alle Probleme, die Menschen mit der Automatik so haben, zu analysieren und haben dann jedes einzelne gelöst. Während die ersten Originale des neuen Scania R ausgeliefert werden, läuft bei Herper in Dietenhofen schon die Endmontage des neuen Modells. Insgesamt besteht der R in 1:87 aus 42 Teilen, die alle ohne Kleber zusammengesteckt werden. Der Truck of the Year 2010 wird sicherlich jetzt öfter auf den Straßen zu sehen sein und dementsprechend ist auch der Nachschub für die Vitrine fast schon sicher. Am Flughafen von heute geht alles ganz schnell. Ganz viele Leute müssen zu ganz geringer Zeit erstmal ausgeladen werden aus dem Flieger, danach wieder eingeladen, das Gepäck muss noch dazu. Damals in den 60er Jahren war das noch ganz anders, viel gemütlicher, viel ruhiger und viel exklusiver. Die Vickers Viscount kommt aus der Zeit und aus dieser Zeit, in der sie noch bei Condor war, stammt auch unser Modell. Der Flughafen Frankfurt am Main. Nicht nur die Lufthansa ist hier zu Hause, auch der Condor Flugdienst hat seinen Heimatflughafen seit 1955 am Main. Am Anfang startete Condor mit 3 Flugzeugen vom Typ Vickers Viscount zu Zielen nach Mallorca und Teneriffa. Der Komfort damals war mit Flügen heute aber kaum zu vergleichen. Das erste Flugzeug, was mit Kolbenmotor, nicht mehr mit Kolbenmotor angetrieben wurde, sondern richtige Turbinen hatte, die Propeller angetrieben haben. Also insofern war die Viscount quasi das erste Flugzeug des Jet-Zeitalters, kann man sagen. Flugreisen waren auch sehr viel teurer, es konnten sich nur wenige leisten. Entsprechend luxuriös war auch die Ausstattung in der Kabine. Es gab sehr viel mehr Sitzkomfort als heute, größere Sitze. Und es gab bei vielen Fluggesellschaften auch einen eigenen Koch, der mitgeflogen ist und Menüs kreiert hat. Wobei auf der anderen Seite es natürlich auch kein leichter Job war, weil die Flüge auch nicht so vibrationsarm waren wie heute, wie man sich vorstellen kann. Und alles wurde ordentlich durchgeschüttelt, sodass der Koch sich manchmal auch den Löffel sparen konnte, weil sowieso alles ordentlich umgerührt wurde. Gerade die Tatsache, dass Fliegen in den 60er Jahren noch so exklusiv war, schafft aber auch die Faszination an den Flugzeugen aus dieser Zeit. Sicherlich auch ein Grund, weshalb Herper die Vickers Viscount aus den Anfangsjahren von Condor als Modell realisiert hat. Ja, das sind 1:200, ist bei der Viscount komplett aus Metall gefertigt, während wir sonst viele 1:200 Modelle auch aus Kunststoff machen. Es ist sehr detailliert bedruckt und hat Gummireifen, also ist ein ganz besonderes Sammlerstück. Die Vickers Viscount, der Anfang einer Erfolgsgeschichte einer deutschen Airline. Sicherlich auch dadurch, dass Condor immer wieder durch ungewöhnliche Entscheidungen auf sich aufmerksam gemacht hat. In den 70er Jahren war Condor die erste Airline, die eine Boeing 747-200 einsetzte. In den 90er Jahren wagte Condor als erste europäische Airline eine ganz besonders bunte Bemalung in Zusammenarbeit mit dem Pop-Art-Künstler James Rissy.
Zwar damals fing es gerade so an mit Sonderbemalung, mit sehr außergewöhnlichen Sonderbemalung, aber die Rizzi Bird war eine der, das erste überhaupt, was von einem so renommierten Künstler komplett gestaltet wurde. Und wir haben das Modell auch 1997 in 1:500 realisiert, in limitierter Auflage. War sehr schnell vergriffen und wir haben vor 2 Jahren nochmal exklusive Clubmitglieder zum 10-jährigen Bestehen des Herpa Wings Clubs das Modell nochmal aufgelegt mit den zusätzlichen Details, die wir inzwischen bei Herpa Wings realisieren können. Also noch mehr Bedruckung, noch mehr Details abgebildet. Und das Modell ist nach wie vor noch für Clubmitglieder erhältlich bei uns. Insgesamt besitzt die Airline heute 34 Flugzeuge. Das Rückgrat der Flotte ist die Boeing 757. Meist sind die Condor Jets zwar in schlichtem Weiß-Blau lackiert, hin und wieder gibt es aber auch den ein oder anderen bunten Werbevogel. Und den gibt es dann natürlich auch als kleinen Bruder von Herpa. Ende des letzten Jahres überraschte Herpa mit einem neuen kleinen Modell, das aber ganz viel kann. Der junge Heinrich Gabelstapler im Maßstab 1:87. Wie schwierig die Konstruktion war, das alles sehen Sie jetzt in einer kleinen Zusammenfassung. Der Jungheinrich Gabelstapler 430S im Einsatz. Im Jahr 1953 gründete Friedrich Jungheinrich seine Maschinenfabrik in Hamburg. Heute ist Jungheinrich der drittgrößte Anbieter von Flurfahrzeugen weltweit. Auch in der kleinen Welt im Maßstab 1:87 werden Gabelstapler benötigt, wie hier in der Spedition. Der Fahrer hier hat gerade nicht aufgepasst und schon liegt die Palette am Boden. Entwickelt wurde der Gabelstapler im Mini-Format hier, in der Konstruktion von Herpa in Dietenhofen. Die Herausforderung bestand darin, auf engstem Raum die Funktionen, die der Kunde haben wollte, umzusetzen. Das war eigentlich die grundlegende Herausforderung. Nach Originalplänen des Herstellers wurde der große Gabelstapler im Maßstab verkleinert und als Modell neu konstruiert. Jedes einzelne Teil wurde dabei so entwickelt, dass bei der Montage des Fertigmodells kein einziger Tropfen Kleber notwendig war. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. In erster Reihe haben wir die Möglichkeit, den gesamten Hubraum nach vorne und nach hinten zu bewegen, entsprechend der Realität, 10 Grad nach vorne, 15 Grad nach hinten. Die zweite Möglichkeit ist der Hubrahmen 2, der nach außen gefahren werden kann. Dazu nehme ich jetzt einfach einmal Hilfsmittel. Das ist der Hubrahmen 2, der hochgefahren werden kann. Und zusätzlich, was allerdings nicht dem Original entspricht, wir können auch den Gabelrücken hochfahren. In der Realität sind diese beiden Bewegungen simultan. Ein hochwertiges und funktionelles Modell mit der technischen Faszination, wie man es von Herpa gewohnt ist. Da freuen sich auch die Mitarbeiter der Spedition Riva Trans über den neuen Zuwachs im Lager. Ich bin eine Legende, das sagt zumindest der Spediteur Juha Rissima von sich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir seine Trucks ansehe und wenn Sie die Trucks kennen, werden Sie sagen, der hat recht. Neues Thema im Maßstab. Ganz anders dagegen, wenn jemand sagt, aus Norwegen kommt eine der größten Billiganbieter, was die Airlines angeht. Da würden Sie sagen, nee, glaube ich nicht. Ist aber so. Das Norwegian Air Shuttle. Thema in unserer Wingsworld, der aktuellen Ausgabe. Beide aktuellen Ausgaben bekommen Sie momentan im Fachhandel und im Onlineshop von herpa.de. Die nächste Ausgabe kommt dann im April. Da kommt auch die neue Ausgabe von Herpa TV. Bis dahin, danke fürs Zusehen. Tschüss und Servus.